Passiert da was bei dir? Live Sample required? Ein Lebending brauchen wir? Soll ich da reingehen? Wir haben eine Karte. Mit der Karte kommen wir hier weiter. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt noch was anderes holen. Eine Sache auf der To-Do-Liste. Genau. Finde ein lebendiges Opfer. Ja, fuck you, jetzt Alter. Jetzt kommen wir hin, zweiter Artefakt. Wisst ihr, sag ich doch, das war's noch nicht. Tür ist offen. Ja. Natürlich funktioniert die bei euch wieder normal und bei mir so no. Du rüstet ja bei mir immer andere Gegenstände aus, der Pisser. Leg sie doch auf King. Hast du die auf der Schnelltaste drauf? Nö. Kannst doch machen. Musst du nicht ständig ins Menü gehen. Warte mal, bevor du da reingehst. Okay. Wir sind wieder, ja. Ja. Tatsächlich. Oh. Ach, jetzt sind wir quasi wahrscheinlich da unten in der Höhle, wo der Endboss drunter war, oder? Kann das sein? Na, ich glaube, das sind alle Höhlen irgendwie. Jetzt hat er schon wieder die Taschenlampe weggepackt, Alter. Okay, ich geh da mal rein. Ja, Mann, du das. Oh, nö. Ich find, in der Höhle ist das Feuerzeug eh besser. Ja, stimmt schon. Pass auf. Felsen weg. Ja, und wohin jetzt einfach runter, oder was? Wie geht denn das? Die Spitzaxt ausrüsten. Und dann E drücken. Runter oder wo geht's hin? Jo. Ich denke mal. Ja, lass doch los, du Bob! Lass los, das Ding! Hier ist noch ein Air-Kanister. Ja, wunderbar. Kann ich loslassen? Ah ja, perfekt. Warte mal, hier brauchen wir den Scuba Dive, oder? So ein scheiß Ding. Wo sieht der automatisch aus, wenn du ins Wasser gehst? Ah ja, perfekt. Überleg mal, wenn du hier arbeiten würdest und du musst. Okay, die könnten auch durch die Tür gehen. Ich wollte gerade sagen. Als ob die den Weg hier gehen müssen. Aber wenn die Tür einmal klemmt, so. Oh, verdammt. Ich muss schon wieder tauchen, Höhle. Junge. Oh, scheiße. Hoch oder runter? Hoch, denke ich. Okay. Ah, lol. Ah, okay. Nochmal so eine Dreckstür. Hüpf! Vor allem diese Tür sieht eher aus, als ob sie von Aliens gebaut worden ist. Aliens. Warte mal. Achso, jetzt. Meine Rüstung ist auf jeden Fall ziemlich hart RIP gegangen. Durch ja, den Fall. Ein bisschen. Hier schon wieder... Wo bist du? Wo seid ihr da? Hier ist schon wieder so ein Riesenraum. Jetzt rüsten wir mal ganz kurz die Taschenlampe aus und mal ein bisschen hier. Boah, bringt einfach gar nichts. Alter, was ist hier denn los? Das ist eine harte Höhle, Mann. Und hier sind ein paar Skelettos. Warte mal, ich repariere auch mal kurz meine Taschenlampe. So. Okay. Alter, wieso ist deine so crazy krass hell? Die Flare? Nein, seine Taschenlampe. Keine Taschenlampe. Ja, die sieht bei den anderen immer heller aus, deswegen. Also man kann da runter oder es geht hier weiter. Ich weiß nicht, was wir machen sollen, ehrlich gesagt. Erstmal runter, würde ich sagen, oder? Ja, geht mal runter, ich warte hier oben so lange. Was ist hier? Hier ist nichts, oder was? Hier nichts. Hier ist ein Eimer? Okay, und ja, aber hier ist ein Kaffeebecher, Mann, erzähl mir doch nichts. Alter, nimm doch diese geile Lampe mit, du Idiot. Ja, ich glaube, hier ist halt echt irgendwie nix. Bei mir geht's weiter. Aber, ja, ich hab keine Ahnung, wo es lang geht hier. Wo bist du? Da? Bin einfach mal weitergelaufen. Bist du runtergegangen oder? Nee, oben. Oben ja, dann müssen wir wahrscheinlich also hier oben weiter. Hier ist ein kleiner Spalt. Ja, Lutz, ja, komm wieder hoch. Oben, ja, ich komm wieder hoch. Alles cool. Jetzt gehst du einfach weiter, machst du das? Finde ich nicht in Ordnung. Ja, ich wollte gucken, was hier ist. Wir sollten vielleicht zwischendurch mal ein Temporary Shelter bauen zum Speichern. Ja, wollen wir das mal machen gerade? Ja, das lass können wir hier, nämlich ja. In der Facility nicht machen, aber wahrscheinlich hier. Ich kann es nicht bauen. Nicht? Ist es rot?
Ja, sonst müssen wir das Spiel jetzt durchspielen, ne? Wie mache ich das wieder weg? Einfach auf B oder so, keine Ahnung. Öffnet sich das Buch wieder. Hab ich bis jetzt auch nicht verstanden. Nee, kann ich auch nicht. Okay. Ja, müssen wir jetzt durchspielen, ne? 20 Uhr, tschüss. Ja. Gerippt. Na los, weiter. Oh. Richtig der Treiber hier. Vielleicht kommt jetzt bald wieder irgendeine Safe-Möglichkeit gleich. Weißt du ja nicht. Wir werden ja schon was eingebaut haben. So viel sind die nicht. Ja. Ich hätte nichts eingebaut. Wenn du ja auch ein kleiner Hartrecksack bist. Ich probier's nochmal. Ah, nee, hier kannst du sowieso hier nicht. Aus der Höhle. Ah, guck mal hier. Nett. Hast du? Ah! Schön. Oh oh. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, ey. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, aber das Zeug klebt sogar an den Warte Wänden, mal. Ich Mann. Muss mal schnell gucken, ob der Automat noch funktioniert. Yes! Geil. Ja, der Hauptsache, der Automat funktioniert noch. Wir sind noch mehr von den Dafür Köpfen. Sammelt man also die ganze Zeit diese scheiß Münzen ein, Mann. Ich hab mich gerade auf den Kopf gesetzt. Oh Gott. Der Münzen und das Geld, oder? Oh mein Gott. Wieso liegen überall Köpfe? Was ist das für ein krasser Fetisch? Ja, was sind das hier? Mal die ganzen verschrumpelten Leichen, Mann. Der hat ein Kreuz im Mund, wieder, Mann. Der geht schon wieder in eine Höhle rein. Noch trinken? Abspeichern können wir hier auch nicht, oder? Nee. Nee, ist hier nicht, nee. Oder was? Nee, Alter, habt ihr das gesehen? Hier. Bei dem einen Dude ist ein Akkuschrauber im Ohr. Nee. Angenehm. Oh Mann, ey. Was ist das? Danke, Arnold, ich sehe nichts. Ach so, sorry, Alter. Hallo. Nach unten gucken. Ja, ich guck nach unten. Lass mich mal. Ach, jo. Ich hab's genau gesehen. Ah, mein Maul, ich hab's aufgemacht. Halt dein Maul. Halt du mal dein Maul. Ich hab's vorgeknackst, ja. Genau. Vorgeknackst, du hast einen Knopf. Hier ist eine rote Tür. Soll ich da mal auf den Knopf? Willst du auf den Knopf drücken? Ich drück mal auf den Knopf. Ja, nicht, dass das hier wieder nachher in einer Cutscene endet. Wow, Barstuhl. Einfach mal durch die Tür backt. Okay. Er hält die bei mir einfach in die Tür. Yeah, take it. Take it. In den Schlitz. Take it. Take it. Take it. Technologic. Ja, und ihr so? Läuft. Ich esse gerade nebenbei heimlich ein bisschen was. Sehr geil. Sorry. Aber ich hab noch keine. Mein What the Gott. Fuck? What the fuck? Was mir mal auffällt, wir waren überhaupt nicht im Schneegebiet. Ja, ein paar Mal sind wir vielleicht durch, also so jetzt halb durchgelaufen. So an der Grenze. Ja. Alter. Holy moly. Ja, genau. Ja, und das Ding ist hier zum Abschießen von Flugzeugen. Glaubst du, man konnte das Gebiet hier, diesen Teil, oh Gott, von da unten das aus sieht, sehen? Das sieht doch schon wieder nach Endboss aus. Boah, hier. Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das sieht, das soll wie Stein aussehen von außen irgendwie. Ah, okay. Alter, was ist das denn? Es sieht halt, Alter. Das ist dieses Ding, das da. Das ist halt echt Alien-Artefakte, Mann. Okay, lass mal vorgehen? Lass mich mal vor. Ich wollte gerade sagen, lass mal vorgehen. Lass mich mal vor jetzt hier, lass mich mal. Ah, hier, guck mal hier. Ein Flugzeug. Natürlich. Ja, das ab. Ich will sie abknallen. Was? Ich glaube, ach stimmt. Na, ja, ich sag nur so viel, dass was du jetzt machst, beeinflusst das Ende. Also wir können das Flugzeug jetzt abknallen oder nicht? Ich mache einfach einen Emergency Shutdown, Mann. Kann sich halt dazu entscheiden, ein Flugzeug abzuschießen oder halt den abzuschalten. Ich schalte den ab, Mann. Are you sure? Fucking yeah, Mann. Ich brauch euch noch dazu. Echt? Nee, ich will aber nicht, ich will das Flugzeug abschießen. Bam, alle gleichzeitig. Alter. Nee, Mann, ich schieße das nicht ab, Mann. Ich bin kein so Assi. Auch wenn der Sohn dadurch tot bleibt, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Als ob er wüsste jetzt.
Weißt du, so ein Bildschirm auf so einen Pappeimer da. Ja. Ein Papierkorb. Fuck, man, gleich bricht die Hölle aus, Mann. Ja, das war vielleicht keine gute Idee. Natürlich geht ein Fahrstuhl auf. Dann lass es doch mal reingehen. Weißt du, die machen den wichtigsten Computer, auf so um das Ding auszuschalten, auf so einen Papierkorb, ja, so in der Ecke. Ja, wenn du es abschalten willst, dann drück einfach mal drauf, ne? Machen wir mal einfach, hätte Paula jetzt gesagt. So. Hältst du wieder in die Tür? Mhm. Interesting. Ja, nach Monaten auf der Insel ist man ein bisschen verrückt geworden. Fahrstuhl, Klaustrophobie. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Technik. Zauberei, Hexerei. Hexer. Wie sieht das denn aus? Macht der oh. Alter, Lutz, du bist mörderlaut. Ich muss dich gerade mal leiser machen. Ey, das geht ja gar nicht klar. Warte mal. Oh, geil, Alter. Warte mal kurz, bevor ihr weitergeht. Alter, die Tür ist zu, Pader. Ach, Pader, was ist leider drinnen bleiben. Hallo, kommst du raus? Kannst du rauskommen noch? Okay, Gott sei Dank. Okay, hier ist ein Blutkasten. Sehr gut. Hier nochmal. Ja, aber guck mal, so ein Mitarbeiter muss auch die ganzen Kartons hier runtergebracht haben oder die Ordner. Ja. Guck mal, ob ihr hier eine Shelter bauen könnt. Marvin, kannst du mal bitte die Ordner wegbringen? Ja, wohin? Ja, Nö. Einfach Höhle 2. Oder? Doch. Guck mal, ob ihr eine Shader bauen könnt. Ja, mach mal. Könnt ihr? Oh, geil. Nice. Habt ihr Stickies? Ich hab keine Stickies. Ja, ich hab doch genug dabei. Alles easy. Safe. Ich würde halt nur nicht drin schlafen. Wenn du drin schläfst, ist vorbei. Kannst du nicht mehr speichern. Safen. No, hab gespeichert. Jo. Gut, dann lass mal weitergehen in die gute Stube. Alter, das Ding fliegt bei Pala grad voll rum. Okay, gut. Boah, Pada, sprint doch nicht so. Also haben das Aliens gebaut, oder? Ja. Sehe ich auch so. Ja, was heißt hier? Ja, das wissen wir noch nicht. Ja, machen wir jetzt einfach. Ja. Komm. Ja, Mann. Danke, Lutz. Jo, das war's dann wieder. Ciao. Ja, jo, das war's. Danke, Leute. Danke, Lutz. Danke. Bitte, bitte. Eat and delete. Hier sind wieder Schädel, aber die gab's da vorher auch schon. Das ist ja nichts Besonderes, ne? Nichts Besonderes, nee. Ja. Und hier müssen wir wieder diven. Yeet! Ja. Holy dive! Hier geht's nach links oder nach rechts? Links. Mal immer nach links. Immer erstmal nach rechts. Hier kann man hoch. Yeet! Nur dieses Scheißding wieder de-equippen, Junge. Hier kann man also wieder. Das macht eigentlich ein gutes Licht, das Scuba. Das geht jemand aus. Also hier geht's runter oder da hinten geht's weiter? Wo geht's hier runter? Ja, ich schau mal kurz hier. Lass mal runter, lass erstmal weiter. Ich glaube, da hinten ist aber Sackgasse irgendwo, oder? Ja, keine Ahnung. Es wirkt hier strange. Sehr strange. Was sind das für Geräusche? Weil ich keine Ausdauer mehr habe wahrscheinlich. Nee, da war was anderes gerade. Arnold, du läufst übrigens, by the way, gerade so wie ich in VR, wenn ich meine Arme nicht bewege. Wirklich? Exakt so, ja. Hört ihr das nicht? Sackgasse, toll. Nein. Ah, hier ist Sprengstoff. Hier kann man aufsprengen, ja. Spreng mal auf. Ah, doppelt hält besser, Pader, ne? Yeet! Und er zündet es nicht an. Der Klassiker, Alter. Ah, 3 FPS. Weiter geht's. Okay, die Felsen liegen bei mir noch da rum. Na gut, einfach mal durchschwimmen. Auch. Einfach mal durchlaufen. Ja, was kann denn schon passieren? Ein Klaus boxt uns ins Gesicht. Hier geht's raus? Oh. Raus? Ja, sind wir draußen? Ja, hier sind wir echt draußen. Wo? Dir ist kalt und du bist nass. Bau ein Feuer, um dich zu wärmen. Da ist ein Flugzeug. Oh ja. Warte mal. Tschüss. Bei mir kommt gerade eine Zwischensequenz. Ja, ja. Timmy. Timmy! Ja, das ist das Flugzeug, was wir nicht abgeschossen haben. Genau. Und dafür haben wir jetzt unseren Sohn geopfert. Er war schon tot, Mann. Das weißt du nicht. Nein, natürlich nicht. Er wurde von 1000 Stacheln durchbohrt. Nein, Timmy! Fliege!
kleiner Engel, flieh. Ich friere übrigens gerade. Ich sterbe gleich. Oh! Geht! Lass mal wieder zurück in die Höhle gehen. Ja, Mann. Gehen wir mal das da runter, oder? Ich glaube, wir haben zurückgespielt. Nee. Normalerweise müsstest du am Ende noch eine Sequenz kriegen, wo du in so einer Talkshow bist. Ja, lass mal noch da runter gehen. Ja, du kannst irgendwie auch von der Insel runter, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das geht aber bestimmt nur, wenn du das andere genommen hättest, die andere Option, oder? Das weiß ich nicht. Hallo, Mister. Sie haben ein Flugzeug mit 300 Passagieren abgeschossen, nur um Ihren Sohn wiederzubeleben. Ja, das habe ich getan. Denken Sie, sind egoistisch? Nee. Ich fühle mich auch gut dabei. Ja, dann lass mal hier runtergehen. Und wo ist Ihr Sohn? Er ist leider an... Diabetes gestorben. Windpocken gestorben, ja. An Windpocken, Junge. Er ist gestorben. Die Masern, Junge. Corona. Ja, und wann ist er gestorben? Ja, direkt danach. Hier ist wieder so eine Tür. Ja, Jid. Warum ist da dieses Seil für dieses Stückchen hier? Okay, alles. Pfeile. Oh, Pfeile. Ja, Pfeile. Arnold, für die Realität, weißt du? Ja. Ich kann nichts drauflegen. Nee. Ich weiß nicht, ob man sich, ja, wahrscheinlich hat man sich das damit verbaut. Ach so, meinst du, man hätte, wenn wir ihn wiederbelebt hätten, ja, wären wir hier weitergekommen. Ihr guckt mal eben schnell ein bisschen. Ich such da mal eben nach. Okay. Wo bist denn du gerade? Achso, da. Mir ist trotzdem kalt. Ich glaube, ich baue ein Feuer. Ja, bau mal ein Feuer, bitte. Ich habe keine Stickies, das musst du machen. Ich auch nicht. Sehr geil. Ich hab keine mehr. Ja, warte mal, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Einfach mal die Axt und so ein Band. Und wir zünden das an. Ah, wunderbar. Willst du es noch einmal frieren? Nee, normalerweise nicht. Nee, alles cool. Hey, was sind das für Geräusche? Alles wieder cool? Mhm. Aber das ist doch bescheuert, dass wir jetzt nicht weiterkommen. Nee, okay. Ja, nee, hat Pater recht, das soll dann tatsächlich auch so sein. Das heißt, wenn du dich dazu entscheidest, das abzuschalten, bleibst du auf der Insel. Oh. Das sag ich doch. Wir haben sozusagen uns selbst geopfert für die ganze Aktion. Ja. Das heißt, das war's, oder was? Jo. Ja, lass mal noch mal, ja, lass rausgehen und draußen das Ganze beenden. Ah ja, geil, eine Stunde nicht mal. Sehr gut. Was sind das? Zwei Folgen? Zwei, drei? Ja, das sind zwei Folgen. Man macht die Extended raus, Arnold. Alter. Müssen wir uns ein neues Spiel überlegen, was wir jetzt durchziehen. Nein, mehr Folgen, mehr Klicks, weißt du? Mehr Klicks, ja. Mach einfach drei. Ich mach jetzt fünf. Fünf Folgen, so, alle die, 10 die Minuten oder so. Das gute Alte mit 10 Minuten. Ich, 15 Minuten. Ja, vorher kommt man auch. Ja klar, 10 Minuten Videos. Ja, und Pieper jetzt so, wenn er das sieht, ihr dummen Wanker, Alter. Ja, super, ey, wenn er keine Zeit hat, ey, kann er nicht. Was ist das denn jetzt hier noch? Ja, Schokolade, Alter. Schokolade! Ja, die Goonies. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, ist ein bisschen schade, dass das jetzt schon vorbei ist, muss ich ehrlich sagen. Jetzt haben wir das scheiß Vieh nicht, Mann. Wo haben wir gespeichert? Ah, wir haben danach gespeichert, gell? Ja. Hä, wo wollt ihr hin? Achso. Ja. Ne, theoretisch könnte man das... Haben wir nach oder vor dem, nachdem wir uns entschieden haben, gespeichert? Danach? Scheiße. Sicher? Ja. Wir sind aus dem Fahrstuhl rausgekommen und haben da gesaved. Ah. Fuck. Scheiße, Mann. Ich hätte... Und da laufen schon welche weg. Hallo? Ich glaube, da kamen auch die Schreie her. War ich schon immer schwarz? Ja! Soll ich den Vogel noch töten? Einfach Vogel töten. Tot. Ja, schade. Ja, egal, macht nichts. So haben wir uns entschieden. Arnold, ist egal. Ja. Ich habe gesagt, wir waren noch nie in der Schneegegend. Ja, guck mal, wo wir jetzt sind. Ja. Verreck mal jetzt hier. Hey, hier ist das Cockpit! Was macht das denn hier? Ist da die Flare Gun drin? Please. Wir haben sie die ganze Zeit gesucht, und ja, da ist sie! Ich so, ey, wo ist die Flare Gun? Oh mein Gott! Ey, das Cockpit war aber normalerweise woanders. Guck mal hier, das waren wir gerade, Mann.
Bittere. Erstmal den Stein hier mitnehmen. Boah, ich hab einen Stein mitgenommen, Mama. Cool, oder? Schade, Mann. Oh, ich hätte nicht überschreiben sollen. Ah, egal, Mann. Bitter, bitter. Okay. Ja, nice. Vielleicht zurück zu unserer Hütte und dort aufhören. Wäre ganz cool. Ja. Wenn wir das überleben. Ja, bestimmt. Oh! Alles gut. Außer Lutz vielleicht. Hab mir nur wie weit ist das weg zu der Hütte? Siehst du das irgendwo? Ich weiß nicht, wie weit. Ich sehe halt die Hütte nur. Dürfte aber nicht so weit weg sein. Wow, also hier hätte ich das Cockpit jetzt überhaupt nicht erwartet. Nee, haben die auch umplatziert. Ja, aber komplett. Ja. Ich wollte gerade sagen, das war da sonst immer bei so einem Fluss. Yes. Genau. Ist ein Wildschwein. Ausdauer auf Doom wieder am Start. Also krass, Mann. Arnold, ich hab was Giftiges gegessen. Oh Mann, Lutz, ey. War ein Pilz. Du weißt doch, Lutz. Du weißt doch, man darf kein Marshmallow in den Mund stecken, Mann. Oh Mann. Wow, wie die ja spinnen. Einmal so, jump. Flippen die Bewohner jetzt hier komplett aus, weil wir das jetzt alles kaputt gemacht haben hier? Ja, man, die denken sich so, fuck. Wir haben keinen Job mehr. Wir klauen unsere Jobs! Warum, wieso ist er? Wir klauen unsere Jobs, raus mit denen! Wir klauen unsere Jobs! Oh. Hey, waren wir schon mal in der Nähe? Das ist nicht dieser krasse. Oh, please, lass mal weiterlaufen jetzt, Arnold. Wo ist denn euer Oh, ein Alligator! Oh, der ist gerade vor mir aufgeploppt! Oh! Ah, hier ist. Oh, Lutz, wir waren voll in der Nähe! Hier sind die Alligatoren! Das ist das Dorf von denen! Ja. Die ploppen hier gerade, die spawnen hier gerade, Alter. Ja, der hat uns einen 360 gegeben, Alter. Wir so richtig so im Vorteil, so, ja, wir sneaken uns jetzt an und er so, yeet. Ja, der war so, der sah so aus, als ob er gleich so runterrutschen würde, also so festgebackt und auf einmal dreht er sich um, Mann, und beißt mir einfach mal das halbe Leben weg, Mann. Seit wann gibt's ja Alligatoren? Der eine brennt. Ach, wait mal. Oh, Alligator! Oh Gott! Hä? Ich sehe keinen. Wo denn? Hier! Ach da! Jetzt sehe ich ihn, ja. Ist ja witzig. Hat gerade geklingelt. Lauf weiter, Jungs. Lutz, Alligator kommt zu dir. Du wirst abgeschmissen. Lutz, Alligator vor dir! Lutz! Ist cool, ist doch nur ein Alligator. Lauf weiter jetzt hier, Pappnasen. Oh mein Gott, und wie viele, Mann. Lutz steht so ganz gemütlich da, man wird abgeschmissen mit Molly. Alligator vor ihm. Welche Fahne ist denn die? Ist denn das? Das Haus musst du ansteuern. Das Haus? Ach, da hinten. Die gelbe Fahne ganz rechts. Alter, ich häng. Was sind hier auf einmal so viele? Was ist das denn? Wir backen gerade die Koffer rum. Hallo? Da. Ja, war ein tolles Spiel, haben wir schnell durchgehauen. Oh, ich bin tot. Alter, so. Wow, die Koffer, Alter. Könnt ihr mich holen? Wow. Hast du was gedrückt? Hä? Ich bin so gestorben, Alter. Ja, jetzt sind die alles hart erspielten Sachen sind jetzt auch weg. Ich bin ja schon Flugzeug, ja? Ja. Komm, wir schießen ihn ab, Arnold. Komm einfach zum Haus. Ich hab zwei Häuser auf der Karte gerade. Das am Meer. Wow. Was machst du jetzt? Achso. Oh, siehst fuck, du uns? Bin ich blöd. Was hast du gemacht? Ich hab vergessen zu essen und zu trinken, bevor ich das Flugzeug verlassen hab. Sonst hab ich keine Ausdauer. Warte, ich komm zu dir. Ja, ich sehe euch. Ich glaube dir entgegen. Oh Gott, ey. Pardon. Hätte ich jetzt mal lieber zwei Folgen überlebt, dann direkt gestorben. Ah ja. Schönes Spiel, aber geiles Ende. Ja. Also halt gemein, dass man sich da entscheiden muss und dass du dann so ein Ende bekommst.
das andere Ende wäre jetzt auch nicht so besonders spektakulär gewesen, nur. Da wären wir wenigstens von der Insel runter, ne? Ja. Ich meine, gut, da wäre die. Ja, gut, bei dem anderen wäre die Cutscene länger gewesen. Ich glaube, das ist so weit weg. Achso, man kann jetzt so nicht mehr runter? Gewesen. Irgendwie durch ein Floß bauen oder so? Nee. Ich meine, da unten ist ein verdammtes Geheimlabor, wo sie Monster gezüchtet haben. Da wird es wohl möglich sein, ein Bötchen zu bauen. Hätte man die. Nee, von hinten rum hätte man nicht gleich von Anfang an rein können, oder? Nee. 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 Hätte man die Tür nicht aufgekriegt, wahrscheinlich. Wie, man hätte das Ding nicht wegsprengen können, wahrscheinlich. War doch das vielleicht schon. Glaubst du? Man hätte sich halt durch Noclip können. Nee, Noclip gibt's nicht, hab ich schon geguckt. Oh, schade. Vater, siehst du mich? Ja. Was brauchst du? Essen? Essen und Trinken. Hier. Hier. Das aussieht, wenn du das mit dem Ding so hinhältst. Hast du noch was zu essen? Hier. Würde reichen. Perfekt, danke. Gut. Aber schön, Mann. Ich find's cool, endlich mal durchgespielt zu haben. So viele Jahre, Mann. Ja, das stimmt. Hat er jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ne? Wann kam das raus? Oh, 2014 oder so. Boah. So alt ist das noch nicht, oder? Die Alpha. 2014? 30. Mai 2014. Krass. Krass. Da kam die erste Alpha raus. Ja, war cool gemacht. Also ich find's interessant, so diese Wendung, dass du da unten so ein Labor findest. So aha. Irgendwie so. Schon lost, ne? So einfach, ein bisschen. Ja, absolut. Und auch so, ich find's bei Forest wirklich geil, dass so diese Geheimnisse. Du weißt wirklich nie so, hä, ist da vielleicht noch was? Da vorne laufen welche rum, die machen mich kalt. Warte, da rennt noch ein Brennender. Wollicht, rechts von dir, hinter dir. Lauf du weiter. Komm, geh weiter, Junge. So. Die laufen da noch wieder. Eine. Ja. Lauf mal weiter zu Richtung Lutz. Ah ne, jetzt laufen sie wieder da lang. Was ist das, so eine Patrouille wie bei Metal Gear? Ja. So, Fußspuren? War da was? Laufen wir weiter. Bleib am besten bei mir, nicht, dass ich gleich wieder verrecke. Bist du? Alter. Ja, es muss doch bald mal kommen, das Scheißlager. Ja, da vorne ist es ja. Wow, das ist euer Lager hier, diese eine kleine Fixhütte, oder was? Das ist hallo. Ja, das ist unser Lager. Ich komme hier mal raus, Alter. Okay. Hast du was dagegen? Erstmal ein geiles zum Essen, Grand, Mann. Was essen, Alter. Ich so zu Arnold, ja, lass doch mal eine Folge machen, wo wir ein bisschen die Base ausbauen. Nee, weißt du, wir haben in der vorherigen Staffel haben wir da sehr lange rumgebaut. Und nie haben wir das Spiel zu Ende gebracht. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt bringen wir das Spiel lieber zu Ende und bauen halt hier nicht rum. Habe ich denn jetzt im Kopf im Inventar? Fuck. Gut. So. Gut, das war's dann mit dem Forest LP. Vielen, vielen lieben Dank, Leute, fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielen lieben Dank an Lutz, Pader und auch an Pieper, der jetzt leider nicht dabei sein konnte. Ich muss auch mal sagen, dass ich hier die meiste Arbeit gemacht habe bei dem ganzen LP. Absolut, ne? Also, absolut, absolut. Ja. Du warst auf jeden Fall die größte Hilfe, Mann. Beim Endboss, ey, geh weg! Falls euch gefallen hat, lasst es mich wissen mit dem Däumchen nach oben, im netten Kommentar. Und wir gucken mal, was wir als nächstes machen werden. Auch vielleicht so ein Survival-Projekt. Wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Keine Ahnung, was es da noch so gibt. So Green Hell und... Ich wäre dabei. Green Hell was ist gibt's Single. Da noch? Ah, Green Hell ist Escape Single. Was gibt's? Tarkov? Er ist ja nicht so ein Spiel macht, wie das glaube ich, hier. Ferb und... Ja, das machen schon Ferb und Bunte. Ja, genau. Ja, aber keine Ahnung, was da noch so für Spiele gibt, wie ähnlich sind wie The Forest. Wenn ihr was wisst, dann einfach in die Kommentare damit. Wir werden uns sehr freuen. Und damit beenden wir das Ganze. Vielen, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Toll. Scheiße, du siehst ja so schon die letzten 2 Minuten, wie Bader da die ganze Zeit vergeblich versucht hochzuspringen. Spring doch mal ein bisschen später ab, Mann. Das kann auch nicht wahr sein. Da mach ich doch die ganze Zeit. Ja, sieht man gerade, wie du das machst.
Du bist ja schwarz, spring mal ein bisschen höher. Du brauchst nicht so viel Anlauf. Ah, ja, endlich, Mann, Gott sei Dank.